Wird Altstetten eine Mega-Metropole sein, wo Hunderte von Millionen Leute leben werden. Die Häuser werden dreimal so hoch sein, Fahrzeuge werden auf Luftbahnen schweben und die Menschen laufen auf Schnelllaufschuhen durch Tunnels. Das ist doch Mist, was der Lehrer da plappert. Genau, ich glaube, die Zukunft wird pink aussehen. Auch wird es keine Bildschirme mehr geben, sondern die Bilder werden in Hologramm, in Rauch erscheinen. Wolken werden rosa sein. Die kenne ich gar nicht. Ist die eine neue? Die Umweltprobleme bleiben ungelöst. Altstetten wird unter einer giftigen Gaswolke liegen und die Böden werden... Hallo, ich bin Mike. Und ich bin Lilly. Du bist neu hier. Hallo, ich bin ein Zukunftskind. Euer Lehrer weiß ja gar nicht, wie wir leben. Ich komme aus dem Jahre 2056 und heiße Pompey. Prima, wie hast du es geschafft, zu uns zu kommen? Hier, mit meiner Kristallkugel. Damit kann ich durch die Zeiten reisen. Wow, Wahnsinn. Dürfen wir das mal ausprobieren? Okay, ihr könnt uns für kurze Zeit besuchen. Lilly, hast du das gehört? Wir werden in die Zukunft reisen. Kommt mit ins Jahre 2056. Wow, hier ist es aber schön. Schaut mal, wer kommt denn da? Hey, wer hast du denn mitgebracht? Ich bin Diamond und das ist mein kleiner Bruder Fiasco. Das sind Kinder aus dem Jahre 2015. Lilly? Hi. Und Mike? Hi. Kommt, wir zeigen euch unser Zuhause. Lebt ihr hier nur mit Pflanzen? Ja, wir essen immer Früchte und haben spezielle Gemüsesorten, die uns satt machen. Hallo. Hier haben wir Violetten und Schwarokulli. Das ist süß und schmeckt mega lecker. Und wo sind eure Eltern? Eltern haben wir abgeschafft. Wir Kinder leben hier glücklich und zufrieden mit der Natur. Wir werden nicht alt und auch nicht krank. Schon vor langer Zeit haben wir eine Vereinigung der Kinder gegründet. Wir haben ja entdeckt, wie wir Zeitreisen machen können, nicht alt und auch nicht krank werden. Schaut, da ist unser Tier Robin. Robin hält uns das Haus sauber und sagt uns die Zukunft voraus, damit wir wissen, was wir tun müssen. Das ist unglaublich. Wirklich beeindruckend. Lasst uns feiern! Was machen die mit uns? Keine Ahnung. Ich glaube, sie machen uns zu Zukunftskindern. Ey, weißt du was? Wenn wir zurück sind, gründen wir einen Club der Zukunftskindern. Oh ja. Lasst uns tanzen wie die Affen. Die Zeit ist schon um. Ihr müsst jetzt leider gehen. Es war schön bei euch. Wir freuen uns schon mega auf die Zukunft. Schnell, berührt das Plasma. Dann seid ihr vor der Mittagspause im Schulzimmer zurück. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Wo kommt ihr denn her? Ihr seht so verändert aus. Ihr wisst ja gar nicht, wie die Zukunft ist. Wir waren nämlich dort. Ja, in der Zukunft gibt es nur Kinder und sie leben in der Natur. Das ist ja fantastisch. Wir dachten, alles ist grau und traurig. Überhaupt nicht. Doch wir müssen uns zusammenschließen. Wir gründen den Club der Zukunftskinder. Macht ihr mit? Hey, super Idee. Fangen wir doch gleich an. Wir zeigen uns jetzt einen Zukunftstanz.